Mein Name ist Klaus Jahn, ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie hier in Bad Aibling und auch für Geriatrie. Wir sind ja eine große, vor allem neurologische Klinik. Orthopädie haben wir auch hier am Hause. Aber was die Neurologie angeht, also das ganze Spektrum von Notfallversorgung, Stroke Unit, aber den Schwerpunkt legen wir auf die Versorgung von schwer betroffenen Patienten auf der Intensivstation oder in der sogenannten Frührehabilitation, also Rehabilitation Phase B, wo eben Patienten oft von der Intensivstation weiterbehandelt werden. Und dann gibt es auch die weiterführenden Rehabilitationsphasen C und D, in denen die Patienten dann langsam wieder auf den Alltag vorbereitet werden. Die Klinik hat so um die 400 Betten und der größte Teil ist eben diese Frührehabilitation, das sind etwa 150 Betten. Das ist ein selten großer Anteil und insofern haben wir hier eine ganze Sammlung von Mitarbeitern, nicht nur Ärzten, sondern auch sehr spezialisierten Therapeuten, vielen, vielen Pflegekräften, aber auch verschiedene Disziplinen, Internisten, Neurologen, Anästhesisten, Intensivmedizinern, um die Patienten gut versorgen zu können. Also nachdem wir Curio im Hause hatten, konnten wir sehr schnell damit arbeiten und das ist nicht selbstverständlich. Wir haben ja auch andere Systeme zur virtuellen Realität hier schon gehabt und auch immer wieder bekommt man ehrlicherweise Systeme, die man ausprobieren soll und das dauert oft sehr viel länger. Bei Curio war wirklich das Besondere, man braucht ja auch nicht immer die Controller in den Händen und so, also man kann sehr schnell damit arbeiten und kann dann im Laufe der Zeit besser damit arbeiten, noch mehr Feinheiten herausholen und Anpassungen noch besser vornehmen, aber vom ersten Tag an eigentlich mit dem Patienten sehr gut arbeiten, finde ich. Ja, welche Bedenken hat man, wenn man solche Systeme einsetzt? Eigentlich die, dass ob das auch langfristig trägt. Also die Offenheit für Technologie und für moderne, technisch unterstützte Therapien, die haben wir hier seit langer Zeit und auch sehr viel robotisch unterstütztes Training. Aber oft ist es so, gerade bei diesen neuen virtuellen Realitätsanwendungen, dass die sich dann nicht weiterentwickeln. Und das war eigentlich das größte Furcht, die sich dann nicht bestätigt hat, dass das irgendwie sich dann ausläuft und immer gleich bleibt. Es war aber im Gegenteil jetzt so und ist nach wie vor so, dass auch immer Anpassungen vorgenommen werden, dass wir auch Anregungen geben können, was gebraucht wird für die Therapie und dass stetig neue Therapiebausteine erscheinen und insofern war die Furcht, dass das ein starres System sein könnte, ganz unbegründet. Wir verwenden das Curio-System hauptsächlich in der Gruppentherapie, dann auch oft in dem gleichen Raum, in dem das stattfindet. Das hat den Vorteil, dass man immer einen Patienten instruieren kann, dann macht er die Übung, in der Zeit kann man dem nächsten schon wieder die nächste Schwierigkeitsstufe angedeihen lassen. Es ist natürlich auch möglich, mit dem System zum Patientenbett zu gehen und in Einzeltherapien das einzusetzen. Aber unsere Hauptanwendungen sind geeignete, homogene Gruppen, wo dann auch genügend Zeit bleibt, für den Einzelnen eben selbstständig weiterzuüben, bis die nächste Anpassung vorgenommen wird. Die Vorteile von dem System sind wirklich, dass es sehr schnell anwendbar ist und sehr anpassbar. Also es ist auch so, ich hatte ja erwähnt, dass wir sehr schwer betroffene Patienten hier in der Klinik vor allem haben. Die können ganz andere Dinge tun als zum Beispiel die geriatrischen Patienten oder aber auch sehr leicht betroffene Patienten. Und das System, der größte Vorteil sehe ich darin, dass auch Gesunde können damit so an die Grenze gebracht werden, dass sie außer Puste kommen und schwer zu tun haben, die Aufgaben zu bewältigen. Und das Spektrum kann man dann sehr gut abdecken. Man hat oft bei anderen Systemen sonst das Problem, man kann es für eine gewisse Rehabilitationsphase einsetzen und dann muss man auf was anderes wechseln, weil es dann nicht mehr passt. Und ja, sobald man es einschaltet, geht es eigentlich schon los und man kann dann mit Controller, ohne Controller das ganz gut anpassen an die Bedürfnisse des Patienten und es dauert jetzt wirklich nicht lange, da erstmal Kalibrationen und Einrichtungen vorzunehmen. Kurz die Bodenebene definiert und los geht's. Von den Patienten habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen. Natürlich gehen die Patienten zu der Therapie, die ihnen verordnet wird, aber sie schätzen sie natürlich mehr oder weniger und bei der Curio-Therapie geht die Zeit dann schon wie im Fluge vorbei. Es ist für viele auch sogar diese banalen Dinge wie irgendwelche schönen Hintergründe wie am Strand oder im Weltall tätig zu sein,
ist für viele Patienten, die seit Monaten im Krankenhaus gewesen sind, oft eine wertvolle Abwechslung und steigert die Motivation erheblich im Vergleich zu vielleicht die gleichen Übungen einfach in der immer gleichen Zimmerumgebung zu machen, sodass die Motivation eben auch damit hochgehalten wird und die Therapiezeit wirklich schnell vergeht für die Patienten und sie das alle sehr schätzen. Wir setzen das Curio-System sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Patienten ein. Das ist eben wirklich der Vorteil der Anpassbarkeit. Wir haben ja eine größere geriatrische Abteilung. Die älteren Patienten schätzen das durchaus auch. Es ist nicht so, dass sie solche technischen Dinge ablehnen würden. Und für jüngere Patienten ist es auch geeignet. Wir haben das schwerpunktmäßig in der Ergotherapie angesiedelt. Das heißt, es ist so ein bisschen auch der Schwerpunkt dann auf so alltagsrelevanten Bewegungen, die die Handbewegung mit beinhalten und nicht so sehr auf Balance und Gangtraining. Aber wir versprechen uns auch davon, dass wenn wir gleichgewichtsgestörte Patienten behandeln, dass allein schon durch die großen Amplituden der Armbewegungen, die die Patienten dann machen, das auch für das Gleichgewicht einen guten Effekt hat. Also so ein System wie Curio mit der virtuellen Realität hat ergänzt die konventionellen Therapien sehr, sehr gut. Der Tag ist lang und die Patienten sind in der Regel wochenlang in der Behandlung und brauchen einfach eine ganze Menge Abwechslung und immer wieder neue Herausforderungen. Und virtuelle Realität ist da nicht das Allheilmittel, aber es ist eben eine gute Möglichkeit, wenn man schon viel und spezifisch geübt hat, dann auch mit etwas Spaßfaktor das Ganze noch mit vielen, vielen Wiederholungen und deswegen auch mit guter Wirksamkeit zu verstärken. Und da ist ein System, was sich einfach anwenden lässt, wie dieses System, was also auch leicht an den Patienten angebracht werden kann und dann von ihm verwendet werden kann, eine gute Voraussetzung dafür. Die positive Wirkung des Systems wird durch verschiedene Faktoren erreicht. Natürlich führen Systeme, die spielerisch sind, immer zu einem höheren Motivationsfaktor und stellen sicher, dass jemand längere Zeit damit arbeiten kann. Aber ich glaube auch, dass man tatsächlich Dinge übt, die man sonst in der konventionellen Therapie gar nicht üben würde. Beispielsweise eben sehr weit ausladende Bewegungen, die man vermeiden würde, wenn man nicht tatsächlich an der wirklichen Umgebung ist. Und so wird diese Therapie in so einer virtuellen Umgebung dann am Ende doch sehr viel wirklichkeitsnäher und näher an dem, was im Alltag passiert, als das, was man in einem Therapieraum mit Therapiegeräten und einfachen Hilfsmitteln zustande bringen würde.